Hey, willkommen zu einer neuen Folge The Other Awakening. Sodala, unser Expeditionsteam, das aus 17 Leuten besteht und mittlerweile echt mächtig ist, geht jetzt Richtung kosmischer Baumquest. Wir haben leider dem Elfen irgendwie mit unseren Fragen ein bisschen viel Angst gemacht und er wurde zu Glas und hat sich aufgelöst. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch nur mal fragen, was er zu der Perspektive sagt, dass man den Zustand, wie er jetzt ist, aufrechterhält. Und er war nicht begeistert, zur Kenntnis genommen. Deswegen muss man nicht gleich zu Glas werden, mein Gott, Drama Queen. Aber jetzt ist es leider so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und jetzt werden wir ohne elfischen Beistand den kosmischen Baum aufsuchen. Oh, aber erstmal ein Kampf. Zwei Totenköpfe, eine Spinnenkönigin und sieben heimtückische Stimmen. Komm, das können wir automatisch lösen, oder? Ja, gut. Nichts passiert. Und wir haben eine Rune bekommen. Und es haben noch nicht alle Questmitglieder, alle Partymitglieder in unserer Expedition eine Rune, ein Amulett ausgerüstet als Accessoire. Da ist noch Platz nach oben, was unsere Attribute angeht teilweise, was Equipment angeht, was schon ziemlich cool ist. Zum Beispiel gleich mal hier. Eduard kann leider nichts nehmen, ist leider zu schwach oder zu schwer ausgerüstet, besser gesagt. Viele sind schon sehr schwer ausgerüstet. Die Rune ist aber auch für eine Rune echt schwer. Da haben wir schon Schilder und Schwerter gefunden, die leichter sind. Aber Doofkopf, der kann noch das Amulett nehmen plus eins Wille. Was wille man denn mehr? So. Kosmische Baumquest. Oh, da stehen noch ein paar Skelette. Drei Skelette automatisch lösen. Ah, warum muss denn jetzt Alexander verwundet werden? Sowas nervt mich. Hätte ich das manuell gelöst. Aber das ist eben die Strafe des Spiels dafür, dass ich faul bin. Das ist echt blöd, dass wir jetzt einen verletzten Alexander haben. Naja, gut. Aber der hätte eigentlich so viel HP. Und wer weiß, ob wir das jetzt in dieser Challenge nicht brauchen können. Wer weiß. Ich nicht. Jetzt überlege ich, ob wir irgendwo unser Lager aufschlagen, aber hier ist auch nirgends Essen. Ich werde mal eine Runde... Oh, warte mal, wir haben schon zwei Forschungspunkte. Wann ist denn das passiert? Voll gut. Dann werde ich nämlich mal cooles Material erforschen. Darauf haben wir hingespart. So. Einmal Silber. Genau, und dann haben wir, wenn wir jetzt drei Forschungspunkte sammeln, Mithril. Jetzt lasst mich kurz gucken. Ressource gesichtet. Oh, das ist aber wirklich am Arsch der Welt die nächste Silberquelle. Hier in der Nähe ist auch kein Silber. Naja, aber irgendwann starten wir vielleicht mal ein kleines Expeditionsteam nur, um da unten ganz viel Silber zu sammeln. Wobei ich ja eigentlich nur aufs Mithril hinarbeite. Insofern, ich sehe gerade, dass anscheinend jemand nichts zu tun hat. Oh ja, tatsächlich. Ah, das Gebäude wurde fertiggestellt. Cool. Da die Krippe, die jetzt Tiere anlockt. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen wirklich ein paar coole Tiere. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Vorräte wir noch haben. Aber unser Inventar ist ressourcentechnisch nicht super prall gefüllt. Wir haben schon einige sehr wertvolle Rohstoffe, aber zu wenig. Sobald wir beispielsweise 40 Diamanten haben, dann wird hier abgegradet ohne Ende. Dann wird's richtig cool. Aber bis dahin lassen wir den Sunny mal Holz sammeln. Und der Xanaron hilft beim Essen machen. Und unser Expeditionsteam deckt mal kurz das umliegende Land auf, um diese Quest hier rum. Eine Begegnung. Automatisch lösen, war nur eine Spinne. Das kann man schon mal automatisch machen. Cool, es wird hell. Sehr gut. Schauen wir mal kurz, ob... Bei dem Schild würde ich wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass das keiner brauchen kann. Na, obwohl, guck mal. Das ist sogar ein ganz klein bisschen besser, wenn auch schwerer als das Drache Buruko momentan hat. Und wir haben noch einen Ring gefunden. Den kann auch gleich Drache Buruko nehmen. Plus 1 Stabilität. Cool. Steigt mal auf den Hügel. Sieht man auch nicht mehr. Da oben sind Ruinen. Naja, wir gehen jetzt zur Quest.
Auch wenn unser Elfenfreund leicht angeschlagen ist, aber das wird schon gut gehen. Auf geht's! You approach what looks like an animal lair. You feel strong magic protecting this place, but with the compass, you are able to see it and enter. Inside the lair, you see a stump of an enormous burnt-out tree and a gigantic snake-like creature intertwined around it. It has the long, slithering body of a snake and a forked tongue, yet its head is more like a drake. With sharp teeth and horned skull, it also hides wings on its back. It is staring right at you. So, the saviors of Thea have finally slithered in. I waited a long while for this. Was ist das hier für ein Ort? Das ist doch gewiss nicht der kosmische Baum, oder? Sure, are you? And why is that? The Mother Tree does not reside in one place, silly mortal. And so, yes, this is her, in a way. I thought it fitting to snatch her seed and lay in wait right here. So, if you are victorious, the seed can be sown without delay. And if you follow another path, the Mother will watch her defeat once more. Wer genau seid ihr? Und ihr sagtet erfolgreich. Also, was nun? Seid ihr hier, um gegen uns zu kämpfen? I don't know yet. I have many names. Some call me Worm, some Slibinas, Smish, but you can call me Zmei the Devourer. It sounds more threatening that way, does it not? Denke schon. Wohl nur da es erwähnt, hat es irgendwie die Wirkung gemindert. Damn, it did, didn't it? Oh well, Zmei will do. Who am I, you asked before? I am the ever-changing fate, the roll of the dice, the sudden storm on a clear day. Chaos, that is what I am. Warum kümmert es euch, was mit dem Samen des Baums oder vielmehr mit Thea passiert? Wollt ihr, dass alles zerstört wird? Gefällt euch die Finsternis? Like the darkness, yes, I suppose so. But complete darkness, like it was before this seed started growing its tiny power. So I suppose I seek to throw us back into the void. A void is wonderfully chaotic, you see. Ihr habt gesagt, ihr wisst nicht, ob ihr uns angreifen werdet. Können wir uns den Samen also einfach nehmen? To your first statement, I say I am no fortune teller. Were you to leave right now, I will likely stay, or may not, who knows? To your second request, no. Now before we continue our talk and address the possibility of confrontation, I advise you to decide if you are indeed ready. For if we proceed, and if I am victorious in either flesh or mind, you will seal the fate of your precious Thea. I do not like duels that are uneven, so last chance to come back when you're ready. Ja, wir könnten uns jetzt auch zurückziehen und später wiederkommen. Eine Stufe 5 Herausforderung. Das könnten wir schaffen. Das ist jetzt die ultimative Prüfung. Aber machen wir es sozial oder im Kampf? Unser Team ist in beidem gut. Aber ich würde Ihnen im Kampf mehr zutrauen. Jetzt lesen wir mal die Statements, mal schauen. Ihr sagt, dass ihr das Chaos seid. Doch sitzt ihr hier mit dem Samen. Das sieht mehr nach Stillstand aus. Wenn ihr das Chaos seid, dann solltet ihr es dem Schicksal überlassen und abwarten, was passiert. Das wäre die soziale Lösung. Es gibt nichts, worüber wir uns noch unterhalten können, Zmei. Ihr steht unserer Reise im Weg und deshalb müssen wir euch Widerstand leisten. Angriff, oder? Worte sind hier nutzlos. Ihr sagt, ihr seid eine Kreatur des Chaos, doch in Wirklichkeit seid ihr einfach eine Pest, die uns im Weg steht. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich einen Kampf. Oh, das wird so hart. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, alle überleben's. Oh, naja, schauen wir mal. Es gibt nichts, worüber wir uns noch unterhalten können, Zmei. Ihr steht unserer Reise im Weg. Oder nehmen wir doch lieber die soziale Lösung, dann kann wenigstens keiner sterben. Aber ich glaube, bei Kampf haben wir die höheren Gewinnchancen. Kampf! Los geht's! Angriff. Ja, ich mach das jetzt. Ist schon passiert. Los geht's. Es sind zumindest nicht viele Karten, gegen die wir kämpfen, aber wahrscheinlich extrem mächtige. Ich misch mal durch. Okay.
Wir sind auf jeden Fall in der Überzahl. Oh Gott, guckt euch Smai an. Okay, der ist krass. Zum Glück darf der in der ersten Runde jetzt erstmal nicht angreifen. Das ist gut. Aber verdammt nochmal, guckt euch die Werte an. 175 Lebensenergie. Und der macht insgesamt 51 Schaden, wobei er sich 22 Lebensenergie wieder zurückholt. Das ist Absaugen. Der heilt sich. Yay. Also gut, fangen wir an. Speerattacke. Und nochmal Speerattacke. Ja, auch seine Helfer sind nicht ohne. Aber die haben so eine geringe Stufe, die könnten wir mit Gegenangriffen raushauen. Ich muss nur schauen, ob nicht andere Skills... Na, Level 3 gegen Taktik wird uns nichts helfen. Ob die Karten nicht auch andere Skills haben, die für uns sehr nützlich wären. Hier könnte ich einen Gegenangriff starten. Die Karte ist ansonsten nicht super wichtig. Erste Aktion ist schon gut, aber schmeißen wir mal lieber eine Schlange aus der Schlacht. Na gut, aber mehr mache ich jetzt erstmal nicht. Dann haue ich lieber nochmal eine Speerattacke rein, um schon mal eine Schlange zu schwächen. Ich meine, Rollo ist eine echt mächtige Karte geworden. Guckt euch das an. Die ist ja halb so stark wie Smai. Das ist schon cool. Okay, wer hat denn jetzt noch den höchsten Schaden von allen? Da haben wir hier 31. Der Marvin. Ich habe Pläne mit Marvin. Marvin wird jetzt der Smai Slayer. Erstmal wird er nämlich unterstützt von Drache Buruku mit 10 zusätzlichem Schaden. So, jetzt lasst mich kurz zusammenrechnen. 41 und 23. Ach Quatsch, wir haben ja sogar mehr. Oh Gott, das wird kompliziert. Na, ich rechne erstmal den Basisschaden zusammen. 41 und 23, 64. 64, 74, 78 und 9, 87. Das hört sich doch ziemlich gut an. 87 mal 260, 174. Perfekt, das reicht. Smai kommt nicht mehr zum Angreifen, wenn alles nach Plan läuft. Wenn alles nach Plan läuft. Das ist wirklich perfekt. Dann schiebe ich Marvin jetzt mal an erste Stelle. Dann sollten die in der zweiten Runde alle gemeinsam Smai killen können, ohne Probleme. So, warte mal, die beiden Schlangen hinter Rollo machen insgesamt 11 und 25, also 36 Schaden. Wäre cool, wenn alle, die wir auf dem Feld haben, stark genug wären, um den Angriff der beiden Karten zu überleben. Deswegen stärke ich Ramsi jetzt mal ein bisschen. Der ist hier quasi als Tank. Oh, das ist eine gute Idee. Der hat nämlich einen Hammer. Und ich werde jetzt seinen Angriff mit Hilfe von Alexander extrem boosten auf 53. Dann kann er nämlich eine Schlange killen und eine zumindest schon mal stark schwächen. Das ist eine sehr gute Idee. Manuela hat auch einen Hammer. Ich verwirre lieber noch eine der Schlangen. Glaube ich. Warum nicht? Ein bisschen weniger Angriffskraft für den Gegner auf dem Feld. So, Lorenz kommt aufs Feld mit sehr guter Verteidigung. Der Perky, immer eine gute All-Around-Karte. Zakorak auch gut. Und die beiden schicke ich jetzt einfach mal als vorgestoßene Karten aufs Feld, damit die in der zweiten Runde dann noch ein bisschen abstauben dürfen. So, und jetzt schauen wir dem Gemetzel zu. Ich bin guter Dinge, dass wir gewinnen. Die Frage ist nur, gewinnen wir ohne Verluste? Das wäre mein Ziel. Aber das könnte funktionieren. Sehr gut. Läuft sehr, sehr gut. Perfekt.
Wenn ich mich hier jetzt nicht grob verrechnet habe, dann haben wir hier auch kein Problem. Und dann wird jetzt noch der Ablagestapel gekillt. Okay, Stufe 5 Herausforderungen, Kampfherausforderungen sind für unser Team offensichtlich kein Problem mehr. You have defeated the Zmei. His monstrous body collapses with a thump and lies lifeless beneath your feet. But from beneath the carcass appears a much smaller worm, smiling at you as he speaks. My, my, defeated by a bunch of villagers. Although it is a fate that great heroes share with me. I never thought a pitchfork could be my earthly undoing. Your gods do laugh at me now. How I do love chaos. How I long to witness what wonderful fate humanity will bring us now. Well done, my friends. Here is your coveted cosmic seed. You place it on the tree's stump and paint this ancient rune with your own blood. The Zmei draws the symbol with his tongue. After that, this place will fall under a protection spell that even I won't be able to penetrate. In time, a long, long time, most likely several of your generations, the tree will grow once more. Or it will not. Its fate is in your hands. I shall watch your decision with pleasure, little one. With his last words, the Zmei turns around and disappears into thin air. Dieser Doofkopf hat ein paar Kratzer abbekommen, aber sonst sind alle cool geblieben. Wir haben ein paar gute Ressourcen bekommen. Zwar wenig, aber dafür sehr gute Ressourcen. Und alle haben einen Stärkesegen bekommen. Oh Gott, und guck mal. Zakorak, der Perky und Rollo haben permanent, ich weiß gar nicht, was das erste ist, ehrlich gesagt, aber mehr Stärke, mehr Folklore und mehr Magie bekommen. Das ist doch cool. Zündet ein Feuer an und verbrennt den Samen. Möge das Zeitalter des Verstandes beginnen. Behaltet den Samen und bringt ihn der Ork-Anführerin. Möge sich euer Volk, eure Völker vereinen und ein neues Tier erschaffen. Ich kann also den jetzt gar nicht mehr wachsen lassen. Doch meine Dialoge mit dem Elfen habe ich uns die Option verwehrt. Aber dann machen wir dieses Mittelzeitalter. Ich finde das eh gar nicht schlecht. Blöd für die Elfen. Das tut mir echt leid, dass die jetzt weiterhin verflucht sind und so. Aber alle anderen Völker profitieren halt davon. Es gibt keine Lösung, die für alle gut ist. Ich hätte ja ehrlich gesagt den Samen jetzt gepflanzt und hätte gesagt, ach kommt, ihr Kreaturen der Nacht, das kriegen wir schon hin, dass wir hier irgendwie Gleichberechtigung einführen. Aber, naja, dann nehmen wir den Mittelweg. Also gehen wir zur Ork-Anführerin. Mögen sich unsere Völker vereinen und ein neues Thea erschaffen. You hold the seed in your hands and you clench your fist to make sure it stays there. As you walk off, you see the shadow of Alisir passing you by, and as you face him, you see him weeping black tears. And yet, you hope he will understand in time. Behind you, the orc woman with whom you spoke before walks up, holding a small box carved with runic symbols. I knew you would see the truth, friend. This is a glorious day. A day that will be remembered for millennia to come. A day when the eternal divisions between our peoples can be a thing of the past and we can forge the future together. You'll see, even the stubborn elves may be able to adapt to this new fear in time. And if they do, we will welcome them. The change will take time, much time, but our grandchildren have a chance now to live in a new fear. Now, I wish to join your village and begin this alliance by becoming a sister to you all. Will you have me? Cool. Erstens schließt sie sich uns jetzt an, was schon mal cool ist. Eine Ork-Kriegerin kann man immer brauchen. Und zweitens hoffe ich, dass sie recht hat, dass auch die Elfen sich wandeln können und Teil dieser neuen Welt werden können. Die Hoffnung besteht. Natürlich, willkommen. Und dann gehen wir gemeinsam weiter. So, wir haben jetzt, also das sieht jetzt so aus, als wäre das Spiel beendet, ist aber gar nicht so. In Wirklichkeit geht die Story auch noch weiter. Man kann hier das Spiel beenden, wenn man will, aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Deswegen werden wir natürlich weiterspielen noch ein bisschen. Überlebte Runden 141, Punkte 14. Erforschte Rezepturen und so weiter und so fort. Naja, weiterspielen. So, mir wird angezeigt, dass irgendjemand sehr niedrige Lebensenergie hat. Doofkopf hat es doch schlimmer erwischt, als wir dachten. Aber er hat noch 3 HP. Es sollte eigentlich alles gut gehen.
Vorsichtshalber schlagen wir ein Lager auf. Die Runde geht's nicht mehr. Na, dann hoffen wir mal, dass ihm nichts passiert jetzt. Gut. Sieht gut aus. Okay, da kommen Gegner. Automatisch lösen. Unsere neue Ork-Kriegerin hat ein paar Kratzer abbekommen, aber das ist okay. Na gut, allen geht's wieder gut. Level abbekommen. Attraktiver, stärker und alles Mögliche sind sie geworden. Unser Expeditionstrupp. Rollo hat noch mehr Gesundheit bekommen. Rollo ist so ein Tank geworden. Unglaublich. So, ich würde die Expeditionsparty jetzt echt gern fast ein bisschen aufbrechen. Ich meine, mit den 18 Leuten sind wir ziemlich gut aufgestellt. Und ich meine, ihr wisst ja, das war jetzt ein Stufe 5 Kampf. Es geht bis Stufe 10. Also wir haben noch große Herausforderungen vor uns. Aber zwei Expeditionsteams, beziehungsweise eine Handvoll mehr Leute in der Stadt drin, wären mir auch ganz recht. Aber solange wir jetzt noch so viel Essen haben, bleibe ich jetzt mal kurz hier oben und wir schauen uns mal zum Beispiel hier die Ruine der Untoten an. Da kommen ein paar Schlangen. Stufe 2 Kämpfe werde ich jetzt einfach skippen, auch wenn ab und zu Blödsinn passiert. Aber nichts Schlimmes wahrscheinlich, hoffentlich, weil sonst bin ich echt erbost. Schauen wir mal kurz die neue Ausrüstung, die uns die Ork-Kriegerin mitgebracht hat. Wir hätten hier zum Beispiel eine bessere Armbrust im Angebot. Die macht mehr Schaden und ist leichter als die, die Drache Buruku momentan benutzt. Perfekt. Wie sieht's mit Schilden aus? Da haben wir momentan nichts, was cool wäre. Oh, das ist ein sehr gutes Schild. Sehr gut und leicht auch noch. Ja, Drache Buruku ist jetzt halt der Erste in der Reihe. Der hat halt jetzt Glück. Der darf sich die Artefaktsachen sichern. Und dann haben wir noch diesen Anhänger bekommen mit +3 Fernkampfschaden. Dadurch, dass er die super Armbrust hat, macht das Sinn. Dann kriegt aber irgendjemand anders die Willensrune. Eduard. Eduard hat jetzt zweihändige Waffen. Ich wollte die doch ursprünglich mal ihrem Bild anpassen, aber das macht halt nicht wirklich Sinn eigentlich. Aber er kann jetzt die bessere Armbrust nehmen, die besser ist als sein Pfeil und Bogen. Nee, dann lassen wir ihn... Ne, obwohl, zweihändige Schwerter würde ich echt fast den Kriegern geben, weil die halt am besten damit umgehen können. Also geben wir ihm mal wirklich einen Speer. So, hier haben wir wieder einen Jäger, also entweder einhändige Waffe oder auf jeden Fall Fernkampfschaden. Ja, nehmen wir doch ein Schild zur einhändigen Waffe. Schauen wir mal, was wir da haben. Das kommt mir gut vor. Ja, machen wir es so. So, Zakorak ist jetzt auch stark genug, dass sie ein Schild nehmen kann zu ihrer Axt. Das ist doch cool. Ich finde es witzig, wenn man sich das Bild anguckt, dass Zakorak zu den attraktivsten im Team momentan gehört. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Speer. Ah! Johannes könnte jetzt schon auf das zweihändige Schwert umsteigen, weil er das eben in einer Hand nehmen kann und dann noch zusätzlich ein Schild. Das ist halt einfach wirklich ein großer Vorteil, den Krieger hier haben. Den sollten wir schon auch nutzen. Hier haben wir auch eine Kriegerin, die hat schon ein zweihändiges Schwert in der Hand. Und ihr Schild ist sehr gut. Das gilt aber wirklich nur für zweihändige Schwerter. Zweihändige Äxte und Hämmer und sowas müssen weiterhin mit zwei Händen gehalten werden. Ramsi hat noch einen Hammer, den darf er auch behalten. Hier können wir vielleicht ein Schild austauschen. Ne, schön langsam. Ja, das könnte man in Erwägung ziehen, aber nicht wirklich. Ah, cool, Lukas ist stark genug, dass er jetzt auch ein Schild zu seiner Axt nehmen kann. So, cool. Manuela mit dem Hammer. Der Perky hat ein gutes Schwert und ein Schild dazu. Das soll er behalten, das ist okay. Ah, hier haben wir einen leicht besseren Speer für Doofkopf. Cool. Naja, das ist jetzt die Frage. Auch bei Hendrik, das Schild hat dann weniger Geschicklichkeit, dafür mehr Rüstung und Abschirmen. Ja, okay, nehmen wir das. Ratze hat eine zweihändige Axt, die sie auch behält, weil die echt viel Schaden macht.
Alexander hat ein zweihändiges Schwert. Das würde ich, wie gesagt, fast lieber den Kriegern geben. Aber momentan haben wir nichts, was ich ihm lieber geben würde, ehrlich gesagt. Weil der Speer ist einfach nur schlechter und er kann kein Schild dazu nehmen. Das macht nicht viel Sinn. Oh, guck mal, die Ork-Kriegerin reitet sogar auf einem riesigen Wildschwein. Die ist cool. Der Speer, der sie hat, ist nicht schlecht und magisch noch dazu. Und sie hat ein Artefaktbuch, das ihr Intelligenz verleiht und eine ziemlich gute Rüstung, die ihr Absaugen verleiht. Die heilt sich durch Angriffe. Das ist sehr gut. Und natürlich, in alter Tradition unseres Stammes, kriegt jetzt auch einen Stammesnamen. Wer ist der Nächste auf der Patreon-Liste? Falco. Nicht zu verwechseln mit Falkos. Ich habe da zwei Patreons mit sehr ähnlichen Namen. Falco. Okay, Falco, die Ork-Kriegerin, die auf riesigen Wildschweinen reitet. Das ist doch cool. Na gut, Leute, dann machen wir für heute Schluss und morgen wird unsere Expeditionsparty mal schnell die untoten Ruine vom Landplatzkarte fegen. Und dann werden wir hier über die Ruinen laufen, ein bisschen aufdecken und wieder zurück in unsere Heimatstadt nach Lensguidonia, von wo wir dann unsere nächsten Aktionen planen. Ich meine, Haus, endlich mal dahin. Jetzt müssen wir doch genug magische Einheiten haben, dass wir den Fluch von der Baba Yaga nehmen können, oder? Dann können wir vielleicht den Schatz hier noch plündern. Und dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Ob und wie und wo es weitergeht. Ich weiß, irgendwo hier warten noch Abenteuer auf uns. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.